Gift of Fortune, wieder diese Marke, so nennt sich die, in Neon. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. So Leute, für alle Analphabeten unter euch erkläre ich es gerne nochmal. Heute geht es um meinen Kleiderschrank. Absolut richtig. Wir hatten erst vor kurzem eine Roomtour durch meine noch nicht ganz fertige Wohnung. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, hier abchecken. Und da sind wir nicht besonders ausführlich auf... Und da sind wir nicht besonders ausführlich auf meinen Kleiderschrank eingegangen, denn erstens würde es den Rahmen sprengen, zweitens hatten wir schon ein Video. Aber zu Recht habt ihr euch ein Video gewünscht, nämlich ein Schrank-Update-Video. Und das werden wir heute hier machen. Deswegen gar nicht länger quatschen, kommt in meine Hand. Jawohl, dankeschön. So, Freunde, hinter mir mein Kleiderschrank. Viele, die den zum ersten Mal sehen, also abseits von den Videos, die also in Real-Life-Person hier herinstehen, meinen, dass der in echt viel größer ausschaut als am Video. Also das wundert mich. Im Endeffekt, der ist schon ziemlich riesig. Das ist eine Eigenanfertigung. Ich wohne in einem Altbau, das heißt, wir haben hier eine Höhe von knapp 4 Metern und dann nochmal eine Breite von, keine Ahnung, ich glaube auch nochmal 4 Metern, also schon relativ groß. Ich habe noch nie gezählt, wie viele Kleidungsstücke da drin sind. Man muss ja auch bedenken, es ist ja nicht nur diese Reihe hier. Und, oh boah, Spielfeld ist ganz, gar nicht so einfach. Man muss bedenken, es ist ja nicht nur diese Reihe und diese Reihe hier. Jawohl, das war gerade so schwierig, weil das alles spiegelverkehrt ist. Sondern ich habe auch noch diese Boxen. Boah, jetzt habe ich es drauf. Und diese Boxen. Boah, extrem schwierig für mich. Da ist auch noch relativ viel drin. Wie hier zum Beispiel, ja, okay. Langweiliges Sockenfach, aber da sind natürlich auch teure Socken drin, weil Off-White-Socken kosten halt auch 80 Euro. Hier kurze Hosen, man sieht schon diese Off-White-Hose. Dann habe ich hier nochmal Bandanas und Schmuck. Das habe ich alles einzeln in Supreme-Sackeln, Anti-Social-Social-Club-Sackeln. Also da ist halt diverses der Schmuck drin. Dann geht es halt weiter mit Hosen. Also hier sind wirklich, wirklich viele Hosen drin. Hier oben ist dann nochmal Sportgewand und da oben, ehrlich gesagt, ab dieser Reihe habe ich eigentlich keinen Plan mehr, was da drin ist, weil ich einfach nicht mehr raufkränke. Deswegen habe ich diese Leiter hier, ja. Mit der kann ich nämlich dann auch ganz nach oben, wo dann die einzelnen Boxen sind. Da ist diverses Hab und Gut drin und wirklich nur mehr Klamotten, die, ja, saisonal. Jacken, die ich im Sommer nicht brauche, werden logischerweise da reingesteckt und genauso wie im Winter habe ich hier oben kurze Hosen drin. Das heißt, es wechselt alles von diesen Boxen in diese Boxen und farblich ist das Ganze natürlich sortiert. Einen farblichen Regenbogen, ich kann es euch nur schwer empfehlen für alle, die gerne einen offenen Kleiderkasten hätten. Es schaut halt einfach lit aus, Freunde. Man kann einfach nicht sagen, für mich persönlich ist das die beste Art und Weise, Dinge aufzubewahren. Und man muss ja jetzt nicht unbedingt teure Sachen drinnen haben. Es schaut auch so einfach Bombe aus. Der Kasten selbst, wenn mich immer wieder Leute fragen, ist eine Spezialanfertigung. Also ich selber habe den nicht gebaut, ich habe nur geholfen. Jemand, der sich damit gut auskennt, hat das Ganze angefertigt. Das steht auch nicht am Boden, sondern das ist alles schwebend, reinmontiert und angeschraubt. Und trotzdem extrem stabil. Er ist nach wie vor zu klein. Also wir hätten den echt noch, und da hätte ich ruhig mehr Selbstvertrauen in meiner Kaufsucht haben sollen, wir hätten den ruhig noch 1,5 Meter größer machen können, weil wie ihr hier seht, und das taugt mir eben nicht, ist alles relativ zusammengepfercht. Und das Licht von hinten gibt es eine Beleuchtung, kommt einfach viel besser raus. Oh, fuck du! Wenn dazwischen kleinere Abstände sind, dann schaut das Ganze einfach viel mehr wie im Kleidungsgeschäft aus. Was wir heute machen, nachdem ich jetzt schon ewig über den Kleiderschrank gelabert habe, wir suchen meine Lieblingspieces heraus. Ich sage euch, was sich verändert hat, denn wie einige von euch wissen, habe ich schon mal ein Video gedreht, da war es mein 20.000 Euro Kleiderschrank, dann im Dezember letzten Jahres wurde ja bei mir eingebrochen und insgesamt, also mit Schuhen, Schmuck und allem drum und dran, wurden 27.000 Euro entwendet. Kasten hat natürlich extrem viel gefehlt. Also ich sage sicher, 80% der teuren Dinge waren weg. Das habe ich für mich als Anlass genommen, neue Dinge zu kaufen mit den 2.000 Euro, die ich von der Versicherung bekommen habe. Und natürlich mit vielen von meinem eigenen Geld, um das Ganze jetzt wieder aufzufüllen mit Dingen, die mir einfach gefallen. Aber nicht, weil ich... Ich schwöre, bei mir spuckt's. Ich schwör's euch, das ist kein Scheiß. Gut, also im Großen und Ganzen habe ich relativ viel wieder nachgekauft. Wir werden uns jetzt einzelne Pieces ansehen. Der Gesamtpreis, der steht auch schon oben im Titel, beläuft sich auf 25.000 Euro. Aber ich habe hier nur den Anschaffungswert berechnet. Wenn jetzt ein Hoodie, den ich um 400 Euro gekauft habe, jetzt 1.200 Euro wert ist, dann ist mir das wurscht, sondern rein der Preis, den ich dafür bezahlt habe, habe ich hier mit einberechnet. Okay. So, ein bisschen Hummer mit euch. So, schauen wir einfach mal rein. Was suchen wir uns heraus? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal so in dieser dunklen Hoodie-Abteilung an.
Nach wie vor auf jeden Fall eins meiner Lieblingspieces von De Ami. Ein richtig cooler Hoodie, wo verzollt draufsteht. Der ist extrem oversized, hat einen nicht allzu dicken Stoff. Und hier haben wir tatsächlich die Telefonnummer vom Zollamt abgeprintet. Finde ich sehr, sehr nice. Fällt extrem gut aus. Gefällt mir. Einer meiner Lieblingspieces. Was kostet der? 250? Ich glaube sowas. 240? Was in dem Bereich. Den habe ich auch irrsinnig gern. Das ist ein Stonewashed Calabasas Crewneck, also Yeezy Calabasas. Wir sehen hier noch leicht die Aufschrift Calabasas. Finde ich besser. Ich bin ein bisschen überbelichtet, gell? Da haben wir das Licht woanders hin. So, meine Herren, na klar. Hier vorne noch das Logo. Den finde ich persönlich extrem geil, weil er einfach super fällt und ich einfach Stonewashed liebe. Liebe, 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 liebe. Deswegen werde ich auch meine neue Kollektion M&M extrem lieben, denn das wird auch Stonewashed, liebe Freunde. Absoluter Favorite von mir, momentan Stonewashed. Gut, gehen wir vom Schwarz weg, gehen wir in das Grau hinein. Ah, der erste Balenciaga Hoodie, den ich mir gekauft habe, wurde ja im Rahmen des Diebstahls entwendet. Das ist mein zweiter Balenciaga Hoodie, ja richtig, hier ist das Preisschild noch dran. Ich glaube, ich habe den eh schon oft genug hergezeigt. Aber was ich sagen kann, ist, dass der qualitativ echt einen Unterschied macht zu dem früheren, den ich hatte, wo einfach nur hier in weiß Balenciaga draufsteht. Der ist echt dick, der hat einen Wahnsinnstoff, der hat dieses weiche Vlies innen, das ich normalerweise überhaupt nicht ausstehen kann. Also den kann ich nur schwerstens empfehlen, auch wenn ich ihn nur anprobiert habe bis jetzt. Weiter zu weißen Hoodies. Ja, mit einem weißen Antisocial Social Club Hoodie kann man eigentlich nie etwas falsch machen. Nichts Besonderes, haben glaube ich mehrere von euch zu Hause. Gut, kommen wir zu den weißen Shirts. Da habe ich jetzt schon mein Vetements-Tee an. Das hat nur 190 Euro gekostet. Die Quali ist Bombe. Mit dem Schnitt bin ich mir etwas unsicher. Also meistens kremple ich die Ärmeln rauf. Aber ansonsten für 190 für ein Vetements kann man nichts falsch machen. Ich zeige euch jetzt noch zwei weiße T-Shirts. Zum einen das Dior, das ich euch viel zu oft schon gezeigt habe, deswegen tue ich es weg. Es gehört aber trotzdem zu meinen Lieblingspieces. Und noch dieses Louis Vuitton-Shirt von Virgil Abloh, Kansas Winds. Ich muss dazu sagen, von diesem Shirt bin ich schwerstens enttäuscht, weil es nach einmal Handwäsche wohlgemerkt sofort eingegangen ist und sogar die Farben verlaufen sind. Also was ist das für ein Dreck eigentlich? Trotzdem preislich sehr, sehr teuer. Beide Shirts 450 Euro. 900 Euro für zwei Shirts. In Grau feiere ich absolut dieses FOG Essentials T-Shirt. Das ist vom Schnitt her auch wirklich Bombe. Das trage ich sehr, sehr gerne, weil es einfach einen cleanen Basic Look gibt. Das Shirt passt überall dazu. Wenn du entweder komplett in einen cleanen Look gehst, kannst du das überwerfen oder du kannst dich natürlich auch anderweitig mit Farben spielen und das einfach als neutrales T-Shirt überwerfen. Absolut, also mit diesem Shirt hier von Represent habe ich mich einfach in diese Marke verliebt. Die Qualität, der Stoff, es passt einfach alles zusammen. Der Preis ist voll okay, 115 für ein Shirt, wenn man sich bedenkt, dass das 190 kostet und da aber kein Print drauf ist oder halt nur dieses Ding. Eine Bombenmarke. Designsbombe, Qualitätbombe kann ich nur schwerstens empfehlen. Leider unbezahlte Werbung, aber mit diesem Shirt habe ich mich in diese Marke verliebt. So, sind wir fertig mit Grau und Weiß. Gehen wir weiter zu Schwarz. Okay. Was nehmen wir da? Yes. Weil ich schon da drüben stehe, kommen wir zuerst zu dieser Adidas Hose. Sehr, sehr cool. Die habe ich bei Adidas bestellt. Adidas bezichtigt nach 4 Monaten, dass sie mir diese Hose nie zugeschickt haben. Hab dann ein halbes Jahr später diese bestellt und zum gleichen Zeitpunkt meine Nachbarin angetroffen, die mir gesagt hat, dass sie seit über einem halben Jahr diese Hose liegen hat. Habe ich sie einfach zweimal. Macht nichts. Stabile Hose kann man sich auf jeden Fall gönnen. Preislich? Keine Ahnung. 70 Euro, dann noch. Okay, kommen wir zuerst zu diesem. Ich habe jetzt einfach zwei Off-White-Shirts rausgenommen. Lieblingspieces, völlig egal. Kommen wir zuerst zu diesem Galaxy Print von Off-White. Dieses Shirt hier. Das war eins meiner ersten paar Off-White-Shirts. Ich habe mich einfach direkt verliebt, konnte mir das damals aber noch nicht so gut leisten. Deswegen für mich auf jeden Fall ein Lieblingspiece, weil ich gespart habe dafür. Sicher 2 Wochen oder so. Das Witzige ist, damals im VIP, das ist ein Hip-Hop-Club hier in Wien. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber hier sind so leichte Unterbrechungen im T-Shirt. Auch seht ihr diese Naht? Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Im Endeffekt haben sie mich aus dem Club geworfen. Und wie ich dann versucht habe, mit zugebundenen Haaren auf Tarnmodus-Look über den Zaun zu klettern, bin ich einfach beinhart mit diesem Shirt hängen geblieben und habe es mir von unten bis ganz nach oben komplett aufgerissen. Danke an die Schneiderin, die das tatsächlich wieder retten konnte. Also auch mit diesem Shirt verbinde ich immer wieder Erinnerungen. Kommen wir zu diesem Shirt
Mit diesem Shirt verbinde ich leider nicht nur positive Erinnerungen, denn dieses Shirt habe ich tatsächlich für 420 Euro gekauft, weil mich das Zollamt, wie wir schon mal hatten, so richtig. Trotzdem, für mich ein absolut geniales Shirt. Ich muss auch dazu sagen, bei der dritten Merchandise-Kollektion von Maximilian habe ich mich beim Schnitt leicht von diesem Shirt inspirieren lassen. Wenn man vom Teufel spricht, natürlich auch hier dieses Shirt. Wem es aufgefallen ist, wer so ein Shirt zu Hause hat, bei mir sieht das Ganze anders aus, denn ihr habt einen Stern mit einem Streifen und ich habe hier ein Häuschen mit einem Streifen, weil ich ehemaliger Wachtmeister bin. Das ist mein Prototyp. Ursprünglich war nämlich sogar geplant, hier hinten noch so einen roten Backprint mit drauf zu haben, aber ich habe mich dann für was anderes entschieden. Aber das, mein Prototyp. So Leute, ihr merkt schon, es wird ein relativ langes Video, deswegen von schwarz direkt eine Etage nach unten zur Farbe blau und dann nehmen wir einen Hoodie. Und zwar dieser Hoodie. Ich glaube, bei diesem Pullover habe ich die meisten Anfragen von euch bekommen, wo ich dieses Ding her habe. Der ist mega cheap, ist übertrieben, aber ich glaube, der hat gekostet 50, 60, 70 Euro, ich weiß es nicht mehr genau. Und zwar ist der von Gifts of Fortune, das kriegt man bei fashionpassionjunkie.com. Ich weiß nicht, ob es den jetzt noch gibt, aber für mich ein richtig nices Teil, kombiniere ich gerne mal mit den Yeezy 700, weil dieses Blau einfach so flashig ist mit diesem Verwaschenen, erinnert mich so ein bisschen an die Hippies. Nichts falsch gemacht mit diesem Hoodie, trage ich immer wieder sehr, sehr gerne. Das glaube ich, betone ich eh immer wieder, dass bei mir nicht alles Marke sein muss, die Mischung macht's, ja. Also es nutzt nichts, wenn du einfach das Teuerste vom Teuersten anziehst zum Flexen und es passt nichts zusammen, sondern die Kombination muss passen. Wenn zufälligerweise alles teuer ist, Gratulation, aber das ist nicht Übung dieses Spiels. Ja. Ja, Freunde, also natürlich für mich doppelt ein Lieblingspiece. Zum einen, weil ich diese Jacke unbedingt haben wollte und am Drop Day einfach mehr als doppelt so viel dafür bezahlt habe. Das ist die Supreme TNF Jacke, wie auch hier schon draufsteht. Doppelt für mich ein Lieblingspiece, weil sie beim Einbruch einfach nicht gestohlen wurde. Also die ist hier gehängt. Mit allem drum und dran. Die haben fast alles mitgenommen, nur diese Jacke nicht. Mega happy, dass sie mir geblieben ist. Nach wie vor eine richtig nice Jacke. Ich freue mich jedes Mal, wenn es draußen regnet, denn ein Grund mehr, sie anzuziehen. So, kommen wir wieder zu einem billigeren Piece. Das hier ist eine Army-Jacke, die ich in irgendeinem Army-Store gekauft habe für, don't know, damals war es noch Schilling. Na, Spaß. Keine Ahnung mehr, 40 Euro oder so. Die habe ich schon mega lange. Also sogar in meinen Skater-Punk-Zeiten hatte ich die und hatte hier so einen fetten Aufnäher von Him drauf. Also das war so meine Skater-Punk-Zeit. Vergessen wir das. Also mega witzig. Deswegen ein Lieblingspiece. Wenn die Kombi stimmt, trage ich die auch heute noch. Selten. So, Camouflage gibt es relativ viel zu entdecken. Ich werde natürlich nicht die Pieces herausnehmen, die ich beim letzten Mal auch schon gezeigt habe, sagte er und zeigte die Supreme The North Face Jacke. Letztes Camouflage-Teil. Aber da hängt noch so viel. Letztes Camouflage-Teil, verdammt nochmal, meine neue Represent-Hose. Also die, ich zeige dir mal ganz kurz her, ist mit so Taschen. Wir haben hier vorne so, das ist jetzt modern. Also für alle, die sich wundern, das ist jetzt modern. Ja, es soll diesen leichten Army, mir fällt das Wort nicht ein, aber dieses leichte Army Outdoor Accessoire, Feig Pro, steht die extrem gut, würde ich genauso tragen. Das meine ich. Das ist diese Represent Hose. Wir haben hier zwei fette Taschen, hier nochmal das Represent Logo und hier unten nochmal zwei fette Taschen plus so einen Bund. Also die finde ich mega nice. Ich lade auch morgen, ja, morgen ein Foto damit hoch, also unbedingt vorbeischauen, ist richtig nice. Kann ich nur schwerstens empfehlen. Ursprungspreis 225, die gibt es schon länger, also die ist von einer ganz alten Kollektion, sicher vom letzten Jahr oder so. Ich habe sie mir trotzdem gekauft, weil es waren minus 50%. Wenn man dachte, da kann man nichts falsch machen. Also im Endeffekt habe ich nur 120 Euro oder so dafür bezahlt. Ich habe sie noch nicht angehabt, aber rein schon vom Optischen jeden Cent wert. Die gibt es auch noch, ja, die gibt es auch noch. Das Shirt gibt es auch noch. Ich würde schon gern Geld von Represent für das geben, weil ich bin da schon sehr gönnermäßig unterwegs mit meinen Empfehlungen. Also, wenn ihr das seht, ja, lernt Deutsch und dann mützt euch bei mir. Eine beige Softshell-Jacke, nicht allzu teuer, 80, 90 Euro oder so. Ja, ich war auch schon vor diesem Army-Trip immer Army-Fan, als ehemaliger Wachtmeister, ganz klar. Mir hat sowas immer schon gefallen, dementsprechend habe ich diese Jacke jetzt auch schon seit 3-4 Jahren oder so. Gehen wir schon langsam zum Ende, ha? Mona Lisa Hoodie kennt, glaube ich, eh schon jeder von euch. Auch Bombenstück habe ich zu meinem Geburtstag von einem besonderen Menschen bekommen. Freue ich mich bis heute. Dankeschön mal. Und machen wir das letzte oder das vorletzte?
Machen wir das vorletzte? Ja, scheiß doch nochmal. Vorletztes. Fear of God. FOG Essentials Hoodie. Der Schnitt ist einfach Wahnsinn. Also nicht nur die gelbe Farbe, die knallt. Also... wie formuliere ich das am höflichsten? Wenn du Traummaße besitzt von 90, 60, 90 und am anderen Bein auch, dann würde ich den lieber nicht anziehen, weil sonst siehst du aus wie eine Sonne. Richtig Bombenschnitt kann ich nur schwerstens empfehlen, gibt's aber eh nicht mehr. Habe ich schon hergezeigt, Bombending, über 70 Jahre alt, Blödsinn, über 50 Jahre alt. Habe ich schon im letzten Video vom Schrankupdate gezeigt, also wenn es dich interessiert. Und das letzte Piece, auch von Fashion Passion Junkie, wo wir schon gesprochen haben, über diesen blauen Hoodie, der war auch nicht allzu teuer. Gift of Fortune, wieder diese Marke, so nennt sich die, in Neon. Wir haben hier aber immer wieder so Reflektorenelemente, die reflektieren, weil sie Reflektoren sind. Hier vorne auch, mit Blitz. Bombending. Gut, Freunde, die restlichen Hosen sparen wir uns. Hier sind natürlich noch einige Hosen, einige Gürtel und so weiter und so fort. Das sparen wir uns für heute. Ich hoffe, euch hat die Tour durch meinen Kleiderschrank gefallen. Gebt bitte gerne euren Senf dazu ab. Welches Piece hat euch am besten gefallen? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und seid gespannt auf meine neue Modemarke MAM. Die wird nämlich richtig krass, Freunde. Es dauert nur mal einen Monat. Dann ist endlich finally der Drop. Wir gehen echt in eine Richtung, die ihr noch nicht gesehen habt, die es einfach im Modebereich noch nicht gegeben hat. Ja, auch wenn es teurer wird, Freunde, Qualität lohnt sich. Dementsprechend danke fürs Zusehen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schaut auf jeden Fall noch auf Instagram vorbei. Wie gesagt, da gibt es dann auch am Montag ein Foto mit den Represent-Hose. Das war's von mir, euer Maximilian.